Jo, Leute, das ist meine rote Rostlaube mit einem Auspuff vorne dran. Ja, genau, der Auspuff hier ist vorne. Es sieht irgendwie so aus, als ob man sich den Weg nach hinten beim Auto gespart hat und man sich dementsprechend den Auspuff vorne in eine Motorhaubenloch reingemacht hat? Naja, warum auch immer. Auf jeden Fall haben wir unser heutiges Auto deswegen gewählt, weil wir nämlich heute etwas ganz Besonderes vorhaben. Und zwar springen wir nämlich heute in eine der größten und gigantischsten Löcher in der Geschichte von BeamNG. Und da befindet sich unser erster Sprung! Oh mein Gott, es ist eine riesige Düne. Und wir müssen diese Düne irgendwie erklimmen, beziehungsweise irgendwie müssen wir es schaffen, runterzukommen. Aber das Problem ist, die Düne ist extrem verwinkelt und es ist sehr schwierig, irgendwo dran zu kommen. Und dafür müssen wir viele verschiedene Autos ausprobieren. Und so wie das aussieht, schafft es unsere Rostlaube nicht sehr weit. Wir sind gar nicht weit gesprungen. Wir haben einen ganz schwachen Sprung hingelegt. Und sie ist tatsächlich schon auf dem Weg sozusagen nach unten. Hat sie schon aufgegeben. Die rote Rostlaube. Guck mal, dieses eine Rad. Ich glaube, das fällt gleich ab. Meine Güte, ist das unangenehm. Kann man noch bremsen? Hallo, ich möchte gern den Rückwärtsgang einlegen. Das ist nichts. Oh, sie bleibt sogar stehen. Oh, okay. Sie hat es nicht mal nach vorne geschafft. Meine Güte. Die Rostler. Ah, doch, sie kommt. Da kommt noch was. Da kommt. Okay, komm. Wir nehmen lieber ein anderes Fahrzeug. Wenn so eine rote Rostlaube nicht funktioniert, dann wahrscheinlich wohl lieber so ein abgespacedes Superfahrzeug, was dementsprechend aussieht wie eine Süßigkeit. Es hat auf jeden Fall viel mehr Geschwindigkeit drauf. Man kann damit tatsächlich sogar... Oh mein Gott! Man kann hinten am Auspuff bei diesem Auto ganz locker easy ein paar Marshmallows grillen, okay? Das machen wir jetzt einfach mal. Yeeha! Mach die Marshmallows braun! Oh mein Gott, ich glaube, die sind sogar verbrannt, Mann. Okay. Auf jeden Fall haben wir jetzt tatsächlich ein ganz anderes Fahrzeug, mit dem wir diesmal mehr Geschwindigkeit aufbauen können, okay? Gehen wir mal in den Rückwärtsgang und bauen mal ein bisschen Geschwindigkeit auf und nehmen mal hier die mittlere Spur. Okay, dann würde ich mal sagen, gucken wir mal, was das Auto kann. 3, 2, 1. Oh, ich habe 2. Egal. Okay, 100. 140. Oh mein Gott. Okay, okay, okay. Yo, 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 yo. Wir schaffen das, wir schaffen das. Wir kommen schon deutlich weiter. Deutlich. Oh mein Gott. Ich glaube, wir kommen nicht weiter. Okay. Ich glaube, wir müssen hier einen kleinen Schummelmodus aktivieren, damit wir hier ein bisschen schnell... Oh mein Gott, dieses Auto sieht schon so zerstört aus. Ich habe eine Idee, was wir machen können. Wir können vielleicht hier in die Umgebungseinstellungen gehen und einfach mal was machen. Und zwar, indem wir einfach mal die Schwerkraft verändern. Und zwar, indem wir ein bisschen mehr Schwerkraft reinmachen. Oh Gott. Dadurch bewegen wir uns schon deutlich schneller. Wir sind auf jeden Fall schon auf einer riesen, riesen, schnellen Art und Weise diesen Berg hier gerade runter zu kurven. Oh mein Gott, der Motor ist verschwunden. Das Getriebe. Oh mein Gott, die Reifen und der Motor. Alles geht damit runter. Okay, alles klar. Ich würde sagen, wir gehen von der Geschwindigkeit jetzt noch einen Ticken weiter. Los, noch ein bisschen schneller. Oh Gott, wir haben noch echt einiges auf Pet. Oh mein Gott, Alter, was ist das für eine Geschwindigkeit? Okay, okay, let's go. Oh mein Gott, er formt einen Ball. Alter, wie tief geht dieses Ding? Wir gehen aufs Maximum. Oh mein Gott. Wir gehen aufs Maximum, Leute. Okay. Oh mein Gott. Aus diesem Auto bildet sich gerade ein Todesring. What the fish? Was ist hier los? Was passiert gerade mit diesem Fahrzeug? Alter, guck mal da hinten. Was ist hier los? Okay. Es sieht ganz danach aus, als ob wir unser Auto zu einem Stück Papier gemacht haben. Alter, an diesem Auto ist nichts mehr dran. Also gar nichts mehr. Das ist einfach nur ein Stück Papier jetzt. Warte mal, können wir das hochheben? Schaut sich das mal an. Das sieht einfach aus wie so ein Stück Papier. Aber immerhin hat das Supercar bestanden. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, wie es bestanden hat, aber... Okay, wo sind eigentlich die ganzen Reifen hin und so ein Kram? Ey, da! Da ist, glaube ich, gerade ein Reifen gefahren. Guck mal, da fährt noch ein Reifen. Ciao! Okay, holen wir mal ein anderes, wahnsinniges, tolles Fahrzeug raus, was ich mir auch neu installiert habe. Und zwar ein Fahrzeug, was diesen Geländern tatsächlich gewachsen ist. Ich weiß nicht, wie man so ein Fahrzeug nennt, was ich aber weiß.
dass es ebenfalls hinten Marshmallows machen kann, wenn man das möchte. Ich gebe mal Gas und gleichzeitig Bremse. Aber man kommt hier nicht in diesen Modus, dass man sozusagen... Oh mein Gott, es hat sich jetzt schon... Alter! Es hat sich jetzt schon kaputt gemacht. Hallo? Oh nein! Oh, es ist kaputt. Okay, also, so wie es aussieht, können wir mit diesem Fahrzeug hier, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, ist es das Riesenreifenfahrzeug, können wir bestimmt eine Expedition starten, okay? Mein Ziel ist es, mit der großen Rampe jetzt dementsprechend und diesem... Oh mein Gott, dieses Fahrzeug, das fällt so schnell hin, das ist Wahnsinn. Und warum hat dieses Fahrzeug eigentlich vorne auch einen Spoiler dran? Hä? Naja, egal. Okay, gut. Dann würde ich mal sagen, wir machen einfach mal hier den Rückwärtsgang rein. Yeehaw! So, okay. Und dann geben wir jetzt einfach ganz easy Gas. So, ganz entspannt. Okay? Dann würde ich mal sagen, 3, 2, 1, let's go! Okay. Oh mein Gott, er dreht durch. Okay, wir geben Gas, wir geben Vollgas. Wir sind voll im Gas dabei. Und wir sind dabei. Oh mein Gott. Was passiert? Das hat ja seine Reifen schon im Flug verloren. Was ist das denn? Oh nein! Das ist der größte Fail überhaupt. Oh Gott, es macht Saltos. Das hat einfach im Flug seine Reifen verloren. Was soll das denn? Es ist tatsächlich nichts. Oh nein, ich kann nicht darüber reden. Das ist zu schwierig. Warte mal, ich kann dem Fahrzeug vielleicht helfen. Ich gehe von der Schwerkraft einfach ins absolute Minus. Dann heben wir das schöne Auto ab in den Himmel. Oh Gott. Warte mal. Das wird aber immer mehr hier. Oh Gott, jetzt sehen wir auch die Karte mal einmal von oben. Wow, das sieht echt gar nicht mal so schlecht aus, die Karte. Aber werden jetzt dementsprechend eine andere Art und Weise nochmal mit diesem Auto haben. Und zwar werden wir die Schwerkraft gleich komplett wegnehmen und das Auto direkt in den Krater reinstürzen lassen. Kriegen wir das überhaupt hin? Ich weiß es nicht. Wir gehen jetzt wieder in den Minusbereich. Wir bewegen uns nach unten. Wir bewegen uns sehr schnell nach unten, ne? Okay. Und... Oh mein Gott, nein! Oh, wow! Das ist ein riesengroßer... Oh, ja, das geht auf jeden Fall rückwärts. Das geht runter. Das sieht gar nicht gut aus. Okay. Ich glaube, wir formen hier wieder so einen Ball wie gerade vorhin. Alter, das fährt aber auf jeden Fall noch mal ein bisschen schneller. Ein bisschen schneller fährt es auf jeden Fall. Oh, wow, ich kann gar nichts mehr sehen. Es ist zu krass. Das Fahrzeug hat er nicht bestanden. Das war einfach nur eine Blamage. Dieses Fahrzeug ist Müll. Was aber allerdings vielleicht ein besseres Fahrzeug sein könnte, ist möglicherweise dieser Bus. Okay? Es gibt einen neuen Bus und dieser Bus ist abgefahren, okay? Man kann hier echt einige Sachen machen, ne? Und dementsprechend kann man hier auch ans Lenkrad dran gehen und man merkt, dieser Bus, das ist ein voll ausgestatteter BeamNG-Bus. Man kann sogar hinten einen Rückspiegel tatsächlich sehen. Man hat hier mehrere Funktionen. Das ist eigentlich wie der Bus-Simulator hier ein bisschen. Und tatsächlich kann man jetzt hier noch ein paar Sachen einstellen. Und zwar können wir mal gucken, was der Bus so kann. Wir haben nämlich hier dann nämlich nochmal die Möglichkeit, uns einfach mal nochmal den Bus von außen anzusehen. Und zwar hier. Und dann können wir einfach mal erstmal den Motor ausmachen. Dann fährt er uns nicht weg. Dann haben wir hier zum Beispiel Kniel. Ich weiß gar nicht, was Kniel ist. Guck mal, dieser Bus kann sich immer, wenn man so einsteigt, dann hat er auch dieses Kniel, dass der sich so leicht hinkniet, damit man als Passagier leichter einsteigen kann. Dann kann man die Maxed Height einstellen, indem man Shift G drückt. Dann geht er sozusagen am höchsten, ne, mit seiner Federung, weil er hat nämlich da wie so eine Art Federung richtig eingebaut. Und damit kann er so hoch wie möglich gehen. Okay, cool. Oh, wow. Okay, wir können also auch die Türen hier richtig aufmachen. Das sind sogar mehrere Türen. Und was cool ist, ist, dass oben auch wie so eine Kapsel ist und wo die Passagiere alle mit drin sitzen können. Und eigentlich, oh, es gibt auch eine Wheelchair-Ramp, dass sogar behindertengerechte Leute einsteigen können. Boah, gar nicht schlecht, Mann. Wir brauchen doch eigentlich, bevor wir da runterfahren, brauchen wir doch auch ein paar Passagiere, die da mit drin sitzen, oder? Wäre ich auch für. Also, wir können entweder 25 Dummies reinbringen. Ich glaube, die werden jetzt gleich mit reingegeben. Da sind jetzt 25 Dummies, die stehen unten. Aber wir machen mal auch noch mal kurz den Motor aus, weil der macht hier nämlich wieder komische Sachen und fährt rückwärts. Und wir können natürlich auch noch mal eigentlich 55 stehende Dummies mit reinmachen, okay? Das heißt also, wir haben dann... Alter! Der ganze untere Bus ist voll! Mach jetzt Augen zu und durch.
Das ist unser Bus. Wir sind der Fahrer, okay? Und im Prinzip sind die Passagiere schon eingestiegen. Oh, das wird so schlimm. Okay, alles klar. Wir gehen in die ganz normale Kameraposition. Motor ist an. Wir gehen aber auf die höchste Schanze. Ich hoffe nur, dass wir ein bisschen Tempo aufbauen können. Oh mein Gott, mit diesen ganzen Dummies da drin. Alter! Okay, okay, okay. Ganz ruhig, ganz ruhig. Jetzt gebe ich Gas. Let's go. 8, 9, 10, 20, 25 km/h. Oh nein, das sieht gar nicht gut aus. Wir brauchen einen Turboantrieb. Oh, oh, das sieht mir aber ganz nach Messerschneide aus. Oh Gott. Warte mal, ich kann ihn ja mal hier ein ganz klein wenig so runterdrücken. Upsi. Okay, Leute, es geht los. Die Busfahrt startet. Oh mein Gott. Okay, Leute, bleibt sicher. Oh nein, nein, die ersten Leute fliegen raus. Bleibt drin. Der Bus fährt nach Fahrplan. Oh, 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 wir verlieren einen Mann oder eine Frau oder wie auch immer. Oh, wir haben auf jeden Fall einen Reifen verloren. Aber, oh Gott. Aber hey, es sind noch fast alle Passagiere drin. Okay, der nächste Bus nach Fahrplan. Seid ihr bereit, Leute? Wir fahren. Du. Nächster Halt. Tiefengründen. Der Zug hält nur bei Bedarf. Oh mein Gott. Alles klar. Okay, Leute. Wir haben es ein bisschen eilig. Deswegen müssen wir jetzt mal kurz die Gravitation einschalten, ne? Um etwas schneller vorzuschreiten, ne? Der Bus fährt in Turbo-Tempo. Okay, der Bus fährt durch. Leute, der nächste Halt ist bald da. Okay, wir fahren. Oh mein Gott, der Bus brennt. Okay, okay, wir gehen wieder auf Erdrotation. Oh mein Gott, was passiert mit den Menschen? Was passiert hier? Nein, die armen Menschen, sie werden zerdrückt. Aber es sind alle Menschen noch an Bord. Alle Menschen sind noch an Bord. Wir haben keinen einzigen Passagier verloren. Oh mein Gott, mein PC streikt. Das sieht gar nicht gut aus. Das sieht ganz und gar nicht gut aus. Oh mein Gott, was passiert hier gerade? Das Spiel... Guck mal, Alter, was passiert denn? Was ist das denn? Das Spiel kommt gar nicht mehr hinterher. Okay, wir haben alles verbuggt, was man nur verbuggen kann. Deswegen, ich sehe gar nichts Korrektes mehr. Okay, wir machen mal kurz weiter. Und im Prinzip ist das hier eigentlich auch das Ende von dieser... Oh Gott, von dieser Geschichte. Das, da kann man nichts machen. Nee, das sieht ganz schön böse aus. Okay, gut, dann resetten wir das Ganze mal und machen jetzt das Finale. Das, was wir jetzt zum Schluss machen, ne, wird natürlich die ganzen Leute nochmal richtig happy machen, weil wir nämlich eine weitere, coole Polizeiverfolgungsjagd machen werden. Das heißt also, wir aktivieren die erste Sirene. Wir aktivieren die zweite Sirene. Wir aktivieren die dritte Sirene. Alle drei Sirenen sind verschiedene. Und wir haben drei Buggys. Und das hier ist der gesuchte Buggy, okay? So, das bedeutet, wir haben jetzt also drei solche Polizisten hinter uns. Und wir müssen aufpassen, dass wir es hinbekommen. Und wir aktivieren die KI. Und zwar, jage mich. Und danach fahren wir runter, okay? Und das ist das Finale. Dann 3, 2, 1, jage mich! Okay, wir fahren los. Oh mein Gott, das wird crazy. Ich muss schnell fahren. Was? Es jagt mich nur einer? Was ist da los? Was ist mit den anderen? Oh mein Gott. Warum ist der andere nicht geschadet? Warte mal. Hä? Ah doch, die anderen fahren auch los. Was? Die trauen sich nicht. Ha, der eine ist da einfach nur so runtergefallen. Oh, guck mal, was macht der? Der gibt ja gar keinen Vollgas. Wo ist da das Elan? Ah doch, guck. Jetzt fahren sie los. Ah, die haben Angst, sich umzubringen. Und deswegen, die werden aber sowieso nicht, die werden ja sowieso, oh mein Gott, alle, guck mal, alle fliegen jetzt runter. Oh, was eine Verfolgungsjagd. Oh, guck mal, der vorne, das sind, glaube ich, wir, nee, das war ein Sheriff, nee, das sind wir. Oh, aber uns fängt keiner. Ding, ding, ding. Unser Motor funktioniert noch. Okay, sieht gar nicht mal so gut aus. Oh, aber da, Verfolgungs, oh mein Gott, der eine schnappt mich sogar. Der Alte, die haben mich schon überholt. Oh mein Gott. Was eine Verfolgungsjagd. Nein, der hat mich geschnappt. Der hat mich geschnappt. Der ist zwar nicht mehr ansprechbar oder brennt auch, aber er hat mich. Oh mein Gott, die haben mich einfach gefangen. Und guck dich diese Verfolgungsjagd an. Ist das witzig, Mann. Das ist ja voll cool.
aber die anderen sind auch hinter uns her und fahren einfach in dieselbe Richtung. Oh mein Gott. Okay, okay. Meine werten Damen und Herren, ich würde sagen, wir haben heute schon alles gesehen, okay? Das war die heutige Folge BeamNG. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Falls ja, gebt einen Daumen nach oben. Schaut auf jeden Fall auf shop.arrowsy.de vorbei, denn dort findet ihr den kurzen Merchandise und die kurzen Plüschtiere. Deswegen schaut doch gerne mal rein. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein, Leute. Und ciao!